Herzlich willkommen bei Raspberry Co. Heute stelle ich den Xiaomi Roadme Akkustaubsauger vor. Das ist dieses Teil. Ich habe mir mal das Auspacken gespart hier im Video und zeige euch jetzt erstmal die ganzen Teile, die wir mitbekommen vom Xiaomi Roadme Akkustaubsauger. Einmal hier die Haupteinheit. 18.500 Pascal Saugleistung soll das Teil mit sich bringen. Da bin ich mal sowas von gespannt. Das müsste eigentlich eine richtig gute Alternative zu Dysons oder Vorwerk-Akkustaubsaugern sein. Da bin ich, wie gesagt, richtig gespannt. Hier kriegt man einen Pappdeckel mit chinesischer Sprache, mit so einem kleinen Quick Guide. Das legen wir mal auf Seite. Hier ist auch ein QR-Code zur App. Ja, tatsächlich, es gibt eine App für diesen Staubsauger. Die werden wir uns natürlich nachher auch anschauen und wozu die überhaupt gedacht ist. Ja, was bekommen wir alles noch mitgeliefert? Ein Rohr, was natürlich hier alles schön angesteckt werden kann. Jetzt muss ich selber mal ein bisschen gucken. Ach, hier vorne ist auch noch ein Blättchen drauf. Steht auch irgendwas auf Chinesisch drauf, aber auch drunter auf Englisch. Also immerhin. Machen wir das hier mal weg. Genau, und dann kann man das Ganze hier schön zusammenstecken. Das sieht doch schon gut aus. Und hier am anderen Ende kann man weitere Sachen anstecken. Zum Beispiel dieses Rohr, das ist so ein schmales Rohr, vorne noch mit so einem Aufsatz. Mache ich gleich mal weg. Zack, alles kann man eben hier so schön anstecken. Und hier hat man eben so ein schmales Rohr. Sieht man das? Jawohl. Mit einem weiteren Aufsatz. Natürlich kann man das auch kurz machen, ohne dieses lange Rohr, dass man eben so einen kleinen Handstaubsauger hat. Besonders gut geeignet, denke ich, dann fürs Auto zum Beispiel oder für Couch oder sonst was. Genau, also dieses Stecksystem finde ich schon mal sehr gut. Wir sehen auch hier eine elektrische Leitung, weil diese große Bürste hier elektrisch betrieben wird. Also die Bürste hier unten wird elektrisch betrieben. Und wir haben insgesamt zwei Bürsten sogar. Einmal die hier, ich habe sie schon einmal getauscht, standardmäßig ist die hier drin. Hier ist so eine Bürste und abwechselnd mit Lamellen. Und hier hat man komplett Bürste, wobei hier diese Bürste so ein bisschen weicher ist als anstatt dieses graue. Das ist so eine etwas härtere Bürste. Naja, für was geeignet ist, das muss ich selber erstmal noch rausfinden. Wechseln kann man diese Bürsten ganz einfach, wenn man dieses linke untere, diesen Schalter hier nach unten drückt, dann fliegt ein Teil hier ganz schön raus. Dann kann man das Ganze hier einfach entnehmen. Und dann kann man die andere Bürste hier wieder reinlegen. Geht also schön einfach. Und reintun hoffentlich auch. So, ach, mache ich jetzt erstmal nicht. Okay. Gut, was bekommen wir noch? Wir haben hier eine Wandhalterung und die ist magnetisch, das sieht man auch. Hier sind noch Dübel mitgeliefert worden und Schrauben und das erkennt man gleich. Zack, das ist richtig magnetisch, sogar richtig stark und das soll eben den Staubsauger an der Wand halten. So in etwa. Da bin ich richtig gespannt, ob das auch am Ende halten wird. Ich glaube, zusätzlich hat man hier noch etwas, so eine Folie. Stick a wall to suck the bracket here. Ach, keine Ahnung, was das jetzt erstmal ist. Das werde ich erstmal herausfinden müssen. Ja, zusätzlich haben wir hier natürlich eine Anleitung. Hoppala, jetzt ist was runtergefallen. Hebe ich gleich auf. Das ist allerdings komplett auf Chinesisch. Also hier haben wir nicht mal eine englische Übersetzung. Wie zum Beispiel teilweise hier auf den Blättchen vom Staubsauger oder auf den Rohren. Da steht immer drunter alles noch ein bisschen auf Chinesisch drauf. So, was ist mir darunter gefallen? Eine kleine Bürste. Kennen wir ja auch schon von den Akkustaubsaugern, den Robotern von Xiaomi zum Bürsten. Und hier hat man so eine Klinge. Da kann man zum Beispiel, wenn sich hier diese Haare verhangen haben im Rohr, eben so schön aufschneiden. Gut, mitgeliefert wird natürlich auch ein Netzteil, allerdings ein US-Stecker, leider. Da brauchen wir also einen Adapter. Genau, was habe ich noch vergessen? Jetzt haben wir, glaube ich, alles schon durch. Ne, hier ist noch etwas. Hier ist ein Filter drin. Den habe ich jetzt noch nicht ausgepackt, weil ich denke mal, hier wird schon ein Filter drin sein. Also haben wir hier einen Ersatzfilter. Aber jetzt sind wir durch. Und dann würde ich sagen, stecken wir mal alles zusammen und probieren die verschiedensten
Einsatzzwecke für diesen Staubsauger und vor allem, wie stark saugt er das? Da bin ich richtig gespannt. Bevor wir aber mit den Staubsaugen beginnen, möchte ich ganz kurz die App zeigen. Das ist die RoadMe App, die kann man aus dem Play oder App Store herunterladen, habe ich schon gemacht und installiert. Hier habe ich zwei Geräte, hier unten habe ich ja schon mal das Xiaomi RoadMe S3 getestet, das ist so ein Bluetooth-Autoladegerät, aber wir wollen ja den Staubsauger. Da ist aber wichtig, dass man im Hintergrund das Bluetooth aktiviert, also nicht vergessen, Bluetooth aktivieren und dann kann man eben hier auf den RoadMe Cleaner draufklicken. So, dann hat man hier beim Starten ein paar Möglichkeiten. Die Standardsaugstärke ist im Moment auf 80 W. Ich schätze mal, steht für Watt, keine Ahnung. Das heißt, wenn man den Knopf hier einmal drückt, dann saugt er mit der niedrigsten Saugstärke. Wenn man nochmal drauf drückt, dann kommt die allerhöchste Saugstärke. Übrigens, hier hinten ist auch ein Knopf. Damit ändert man auch nur die Saugstärke. Im Prinzip das gleiche wie der Anschaltknopf. Ich weiß nicht, warum man da noch einen zweiten Knopf dafür extra nimmt, wenn der Einschaltknopf eh auch die Saugstärke ändern kann. Genau, und die erste Stufe kann man variieren. Entweder auf 80 W, 130 W oder 180 W. Wenn man jetzt zum Beispiel 180 W einstellt, dann hat man schon eine deutlich stärkere Saugkraft, wenn man einmal drauf drückt. Und auch da kann man ein zweites Mal drauf drücken, dass man die allerhöchste Saugkraft hat. Ja, das heißt, insgesamt haben wir tatsächlich 4 Saugstärken. So, rechts oben hat man noch ein paar Möglichkeiten. Drücken wir mal auf die Pünktchen. Ja, ein paar Kleinigkeiten, sowas wie eine Erinnerung, wenn der Filter, sondern der Behälter voll ist. Aber auch der Filter zum Beispiel. Schauen wir mal hier, Reset Filter Use Time. Achso, nee, nicht das da, sondern Filterstatistik. Da sieht man, ab wann man ihn tauschen sollte oder auf jeden Fall mal bürsten sollte. Genau. Hier kann man auch ein Firmware-Upgrade machen, falls es was gibt. Es gibt eine Bedienungsanleitung, allerdings ist das auch nur auf Chinesisch. Brauche ich jetzt nicht zu Ende laden. Ist wie gesagt Chinesisch. Ich hoffe mal, dass es in Zukunft mal wenigstens was in Englisch kommt. Das wäre ganz cool. Kann man ja mal ab und zu mal reinschauen. Vielleicht ändert sich da was. Gut. Das war's. Auch hier kann man die Standardstärke noch einstellen, aber geht ja auch im Hauptbildschirm. Soweit zur App. So, los geht's mit dem ersten Test auf Teppich. Ich lasse das jetzt mal kurz unkommentiert, um die Lautstärke zu hören. Okay, und jetzt drehe ich mal die Lautstärke ein bisschen runter. So, hier sehen wir ganz viel Katzenhaare und Katzenstreu. Und wir gehen hier mit der Bürste durch, die abwechselnd eine Lamelle und eine Bürste hat. Und wie wir sehen, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ich habe wirklich die Haare hier auch ein bisschen im Teppich eingerieben. Nicht, dass es zu einfach hat, aber wir sehen, damit kommt er gut klar. Wir haben jetzt die höchste Stufe eingestellt, dann ist er natürlich deutlich lauter. Aber so hat man eben die beste Saugkraft. Test Nummer 2 auf Hartboden hier auf Parkett. Ich habe mal wieder Katzenstreu verteilt. Und hier haben wir diese Bürste verwendet, die durchgehend so eine Bürste hat mit diesen grauen Streifen, wo ein bisschen härter ist. Fand ich, ist am besten eben mit dieser Bürste. Also die eine Bürste davor ist besser für Teppich und diese Bürste eben auf flachem Boden. So meine Meinung zumindest. Man sieht hier, beim Zurückgehen saugt er nicht so viel auf. Hier sieht man es zum Beispiel sehr gut. Und wenn man eben die Vorwärtsbewegung macht, da saugt er am meisten auf. Test Nummer 3. Hier sehen wir auch, dass die LED-Lichter vorne angehen. Wenn es ein wenig dunkler ist, dann geht eben dieses Licht automatisch an. Ob man es braucht, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn es dabei ist, warum nicht? Hier auf Treppe wieder mal Streu verteilt. Und das funktioniert auch super gut. Also hier die Saugleistung vom Xiaomi RoadMe Akkustaubsauger ist doch schon fantastisch. Also mir gefällt es richtig gut. So gut wie alles funktioniert nach dem ersten Durchgang. Hier nochmal ganz kurz einen runden Teppich mit etwas längeren Floor, also längeren Haaren. Da sieht man, der zieht alles schön hoch. Also der saugt auch langhaarige Teppiche sehr gut. Also fast wie ein normaler Staubsauger, was die Saugkraft angeht. Klasse. Und jetzt hier mal auf der Couch. Da hat man zum Beispiel diesen Aufsatz hier, den man verwenden kann. Der ist schon ganz gut, allerdings ist da die Saugkraft nicht ganz so gut, beziehungsweise, wir werden es jetzt gleich sehen, da diese Federn, die er aufgesaugt hat,
oder versucht aufzusaugen, haben sich wohl irgendwo in diesen Teil verfangen. Da fällt es wieder raus. Naja, weiß nicht. Auf jeden Fall mit dem flachen Aufsatz hier zwischen den Fugen funktioniert das Ganze dann wieder sehr, sehr gut. In dieser Konstellation haben wir auch die stärkste Saugkraft, klar, weil das Rohr ist kurz und auch noch flach dazu. Und das Ganze nochmal mit der großen Bürste als Kurzaufsatz. Und das Ganze kann man natürlich auch im Auto sehr gut verwenden. Und noch ein kurzer Test auf Fliesen. Da habe ich auch diese Bürste genommen, die durchgehend eine Bürste hat. Da wollte ich vor allem testen, ob auch die Rillen gestaubsaugt werden. Oder ob da was übrig bleibt. Aber wir sehen, auch das ist überhaupt kein Thema für den Akkustaubsauger. Und jetzt entleeren wir mal den Staubbehälter. Der ist jetzt nicht besonders groß. Also muss schon öfters mal entleert werden. Und da sollte man wirklich darauf achten, dass man das Ganze über einen Mülleimer öffnet, weil dann auch hier in meinem Fall zum Beispiel ein bisschen Katzenstreu rausfällt. Um es genauer oder noch besser zu reinigen, kann man eben diesen oberen Filter entfernen. Wir haben es ja vorhin gesehen, wir haben auch einen Ersatzfilter. Und da kann man die ganzen Einzelteile rausnehmen und am besten eben reinigen. Dazu haben wir ja dann auch diese Bürste, um den Filter gut reinigen zu können. Und eben dieses Zwischenteil auch. Der Akku hält übrigens je nach Stufe 50 Minuten oder auch nur ganz kurz 10 Minuten. Also wenn man die allerhöchste Stufe verwendet, dann ist der Akku recht schnell leer. Da hat man nur 10 Minuten Zeit. Mit 80 Watt hat man gut 50 Minuten, sogar über 50 Minuten Zeit. Wenn der Akku leer ist, dann kann man ihn ganz einfach mit dem mitgelieferten Netzteil hier aufladen. Der 2500 mAh große Akku ist ungefähr in 2,5 bis 3 Stunden voll aufgeladen. Auf der Vorderseite sieht man auch eben diese blinkenden LEDs, die den Akkustand anzeigen. So, das war's jetzt eigentlich auch schon von dem Review des Xiaomi Redmi F8 Akkustaubsaugers. Ein paar andere Sachen werde ich noch gesondert in einem extra Video machen. Zum Beispiel die Wandhalterung habe ich noch vor anzumontieren, das will ich mal zeigen. Und ansonsten will ich auch noch so ein paar Härtetests machen. Das folgt alles dann noch. Bleibt einfach mal dran im Kanal. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch nicht diese Videos. Zum Schluss möchte ich aber noch wie immer zu einem kleinen Fazit kommen. Ich bin wirklich begeistert von diesem Akkustaubsauger. Er hat wirklich eine starke Saugkraft. Kann man so vergleichen mit einem Dyson V8 zum Beispiel. Die haben ungefähr dieselbe Saugstärke. Und ja, und das Ganze für weniger Geld. Im Moment kostet der Xiaomi Redmi F8 Akkustaubsauger bei Gearbest.com ca. 330 Euro. Aber ich vermute, dass es auch noch günstiger geht in der Zukunft, wenn es dann zum Beispiel noch bessere Angebote oder Coupons gibt. Werde ich dann unten in der Videobeschreibung einen Link hinterlegen. Da kommt ihr auf meine Seite und dort werde ich immer aktuell den besten Preis hinterlegen, falls es zum Beispiel einen Coupon gibt. Ja, also wie gesagt, Top-Staubsauger, eine super Alternative zu Dyson oder Vorwerk für weniger Geld und die bekannte Xiaomi-Qualität. Was hältst du von diesem Akkustaubsauger? Schreib's doch mal unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Und falls dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Raspberry & Co. und tschüss!